gefallen ist, weil dann können wir dann können wir halt gleich kurz einen Cut machen für YouTube. Ich hoffe mal, dass wir dann zwei kann man kurz einer von euch in den Chat schreiben, dass der Stream wieder online geht? Ja, mache ich schon. Sollte wieder laufen. Ja, sollte wieder laufen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Es kam auf einmal das auf einmal was offline. Ich frag mich, was besser ist. Ich weiß es. Das hatte ich ja letztes Mal irgendwie auch bei Total War. Erinnerst du dich? Ja. Das war da genau die gleiche Sache. Auf einmal kam Nope. Ich will nicht mehr. Dann nochmal. Werbung. Jetzt hat der Piet Werbung. Wir verdienen da eine Menge dran. Nein, will ich. Ich habe gerade einen Triple Kill mit einer Granate gemacht. Das ist nice. Oh, Link. Okay. Link dann noch hinten aufs Bein. Ja, ich bin generell, muss ich sagen, ich habe so ein bisschen. Ich mag Tattoos sehr, sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob ich so wirklich. Also ich bin da noch so ein bisschen kritisch, muss ich da ganz ehrlich zu sagen, weil was das Tattoos betrifft. Eins werde ich mir auf jeden Fall machen lassen, das ist das Triforce, das ist sicher. Weil so viel Spaß, wie ich mit dieser Spielereihe hatte, ist das einfach irgendwie nur, keine Ahnung, das passt da einfach, das passt einfach wie. No, das muss ich einfach haben. Das ist so ein Tattoo, was ich unbedingt haben möchte. Und dann mal gucken. Und dann auch stellvertretend generell für das Hobby Gaming ist. Genau. Und für meine Lieblingsspieleserie The Legend of Zelda. Deswegen werde ich mir eigentlich auch dann die Wii U kaufen, um halt einfach nur, das wurde jetzt ja dann auch nochmal gesagt, dass das erst 2016 erscheint, das Zelda für die Wii U. Ich habe gerade dem Typen da vorne den Stinkefinger gezeigt, als ich ihn markiert habe. Das war cool. Ja, vielleicht schauen wir mal, vielleicht teilen wir uns ja auch eine Wii U. Also nachdem, was wir halt ich brauche sie prinzipiell nur für das ein Spiel. Eben, da würde es sich nicht lohnen, sich einen zu kaufen. Command & Conquer ist auch so eine Spieleserie, die ist irgendwie an mir total vorbeigegangen. Ich habe keine Ahnung, da wieso. Da kennt Patrick sich ja ein bisschen mit aus, ne? Da hast du ein bisschen was mit zu tun gehabt, oder? Wenn ich jetzt wie bitte? Ein bisschen mit Command & Conquer hattest du doch ein bisschen was zu tun, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ne? Wenig. Bisschen. Also es ist irgendwie so eine Serie, ich weiß nicht wieso, aber sie ist total an mir vorbeigegangen. So, ich bin eigentlich Strategiespieler. Wir können uns jetzt gleich eigentlich mal, habe ich gerade so überlegt, das Scharfschützengewehr, also quasi die AWP holen, die es auch in Counter-Strike gibt. Die heißt jetzt zwar AWM, aber es ist vom Prinzip her dasselbe Waffenmodell. Ich werde jetzt mal ausprobieren. Wie man auch unschwer am Namen hören kann. Denn gerade bin ich ein wenig schlecht mit dem Sturmgewehr. Ich weiß nicht wieso. Ich werde jetzt einfach mal probieren, mit dem Ding was hinzukriegen. Ich habe nur gehört, dass es ziemlich schwer zu spielen sein soll, aber wir werden es jetzt mal ausprobieren. Give me. Genau. Könnte ich eigentlich auch mal tun, weil ich habe jetzt so viel Geld angesammelt und weiß gar nicht, wohin damit. Das hat ein... Boah, die sieht ja... Das ist ja mal... Oh, die sieht so gut aus. Ich meine, ich bin ja generell so ein bisschen Waffen finde ich eigentlich ganz cool. Aber boah, die sieht ja... Oh Leute, mein Gott. Die finde ich eigentlich ganz cool. Aber die, das hier ist echt klasse. Ja, ey. Guck dir mal, wie die aussieht. Das ist ja richtig scharf, ey. Die finde ich an Counter-Strike schon nicht schlecht. Ich habe ja praktisch fast die als Soft-Air, von daher ja. Nice, aber... Boah, und knallt. Ja, nice. Sie knallt, das ist auch schön. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine passende Position dafür. So, ich bin jetzt mal weg. Alles klar. Bis übergestern. Okay. Tschüss. 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 User left your channel. User left your channel. And left your user. Ach, gleich erster Schuss ein Treffer. Ein Killer, aber ein Treffer. Ich finde, die ist ziemlich satisfying mit ihrem Geräusch und mit dem Repetieren, wie das aussieht und so. Generell, wie die aussieht, finde ich ziemlich geil. Hat ja was. Jetzt komme ich schon wieder, hä, wie findest du denn Waffen schön? Ja, das ist so eine kranke... Nee, aber wirklich, ich finde, die sieht echt ganz cool aus. Aber ja, also ich denke, die macht doch ganz ordentlich Wumms, aber glaube ich weniger im Nahkampf, weil die ist, glaube ich, ziemlich träge, wie die aussieht. Generell läuft man damit auch einigermaßen langsam, kommt mir vor, so ein bisschen gemütlicher. Trotzdem ist es halt eine Two-Hit-Waffe. Ja, es ist eine Two-Hit-Waffe, aber die Kugeln fliegen sicherlich sauschnell. Ja, geht. Ich habe gerade deinen Schuss gesehen. Geht. Aber
Das Einzige, was, aber mir, sie ist satisfying, das Einzige, was mir hier nicht passt, ist das Visier. Da muss ich ganz dringend mein 8-fach drauf haben, weil 14-fach ist einfach viel zu groß. Hm. Zu Snipern haben wir ja sowieso schon was gesagt hier. Ja, da habe ich ja eben auch eine ganze Runde lang gespielt. Sind jetzt nicht so sinnvoll. Machen aber Spaß. Hardline. Machen aber Spaß. Weil ja, also Pete, leider haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist mit links immer so eine Sache. Gleichzeitig, also wir müssen hier nochmal alles einstellen wegen Chatregeln und so. Notfalls. Auch wenn wir uns erstmal darauf festgelegt haben. Und dann ist es halt so eine Sache, wir können nicht jeden Link zulassen, auch später nicht. Weil wenn dann so ein Spambot reinkommt, dann auweia. Auweia. Aber notfalls, okay, versuch mal den Link zu trennen, vielleicht geht das ja. Alter, die Zweitwaffe vom Sniper. Ja, G18. Probier die mal aus. Ich weiß, ich kenne die, die ist ziemlich gut. Die ist OP. G18. Hm. Ansonsten versuch einfach mal den Link zu senden und mit Leerzeichen zu drücken. Ich glaube, er hat es gerade gemacht. Ich glaube, es scheint zu funktionieren. Also bei mir, bei mir wird zumindest der Link angezeigt. Bei mir steht der Link deleted. Bei mir steht der Link. Hm. Bei mir ist er auch deleted. Okay, dann weiß ich nicht, bin ich vielleicht als Broadcaster oder so, vielleicht sehe ich die dann. Kann gut sein. Ja. Ja, wird wahrscheinlich so sein, der Streamer. Netter Versuch. https://www.deletedlink. Wer hatte denn eigentlich diese famose Idee? Ja, Twitch ist da gar nicht mal so blöd. Die sind das ja gewohnt von solchen... Boah, das... Ja, von okay. Solchen Bösewichten wie du. Auf Nahkampf ist sie echt... Also, die macht One-Hit-Kill auf mindestens 50 Meter, sag ich mal. Echt? Mhm. Aber das Visier da drauf ist einfach viel zu groß. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal das Visier ab. Ist wahrscheinlich voll die scheiß Idee, aber ich probier's mal. Ja, weil es ist echt, ich komme damit nicht ganz klar. Wenn ich reinzoome, bin ich so schnell neben meinem Gegner. Und ich bin immer einer, der zieht immer ein bisschen daneben an und zieht dann auf den Gegner rüber. Das klappt eigentlich meistens relativ gut. Also wenn ich Sniper spiele, dann spiele ich meistens Sniper im klassischen Sinne. Das heißt, ich tarne mich in einem Busch und... Wartest bis sie jemand drüber da, den Weg läuft. War meistens sogar bei großen Maps sogar über einen Kilometer hinweg. Ja, das mache ich aber auch gerne. Gerade im B4 war das relativ cool. Und boah, ich bin gerade echt relativ schlecht. Das muss man ja mal eingestehen. Ich spiel mal mit Mechaniker, einfach mal so. Im Gegensatz zu den vorherigen Runden bin ich jetzt echt mal ein bisschen am abfucken, sacken. Vielleicht liegt's auch an der Map. Ja, ich glaub's auch. Irgendwie bin ich. Ja, die vorherige, also ich mag die Everglades echt gerne, die mit den Fracking-Dingern. Ja. Ich echt cool. Wobei ich da das Außengebiet ein bisschen wild finde, aber es ist wirklich in Conquest mit einer der besten Maps. Die beste Map hatten wir diesen Abend noch gar nicht, vielleicht kommt sie ja gleich. Also die meiner Meinung nach beste Map, Trains oder sowas. Also mit ohne Visier, ja genau, meine Fresse, ohne Visier ist die Waffe echt in Ordnung. Also so einigermaßen zumindest. Ich habe zwar gerade auch nur einen Kill damit gemacht, aber ich glaube, das lässt sich so wohl spielen. Aber ich glaube, ich muss mir das vorstellen, wenn man eine Waffe hat, dann muss man erst so 20 Kills oder so machen, bis man halt mal die Aufsätze dafür so nach und nach freischalten kann, also dann quasi kaufen darf. Das heißt, man muss quasi damit spielen, um dann die Aufsätze kaufen zu können. Ich habe immer ganz gerne... Das ist eine der Sachen, die ich mit einem Spiel am schlechtesten finde. Es gibt da auch dann so Geschichten wie... bestimmte, keine Ahnung, durch die Battle Packs kann man da Shortcuts machen, das heißt, man kann auch sagen, ich möchte jetzt, wenn man jetzt das Glück hat und dann gerade für die Waffe das bekommt, dann kann das auch klappen.
aber an sich ist das eigentlich ziemlich inkonsequent, wenn man das mal so überlegt, weil vom Prinzip her soll man die Sachen kaufen und es geht dann doch nicht, wenn man sie als Beispiel nutzt. Das ist ein bisschen entweder schlecht durchdacht oder sie mussten es machen. Ja. Mit Spielspaß. Und ich finde das ehrlich gesagt, dann lass lieber was Konsequenz machen. Mach die Preise von mir aus doppelt so teuer. Aber dann nicht dieses komische mit dem Freischalten. Also mit der vorherigen Sniper, mit der R700, war ich deutlich effizienter. Weil ich finde, doppelt so teure Preis ist durchaus in Ordnung. Dann spielt man eben mal einen Abend, um an so eine AWP zu bekommen. Also diese Runde war ich jetzt echt mal schlecht, oh Gott. Das ist jetzt nicht so das Problem, finde ich. Bankjob ist die nächste Mal. Bankjob ist auch noch, wenn das jetzt die ist, die ich glaube. Ja. Die wir vorhin schon mal hatten, ganz kurz. Wobei das ist, wir spielen glaube ich auf einem Server, der immer nur diese Maps in Rotation hat. Oder die werden einfach nur mal gevotet, das kann natürlich auch sein. Ja, das ist ein Vote-Server. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt noch so eine Runde. Und dann. Eine Runde, ja. Und dann kommen wir auch zum Ende. Dann kommen wir mal langsam zum Ende. Von diesem wunderbaren Spiel. Performance spielen wir heute wahrscheinlich nicht, aber generell durchaus doch öfters. Ja. Und auch dann mal vielleicht nächstes Mal Armor oder so, wir überlegen uns da was. Ja. Battlefield Hardline stand jetzt auf dem Plan, weil Battlefield Hardline halt großer AAA-Titel, der released wurde. In nächster Zeit kommt aber nicht so viel Großes raus. Eventuell spielen wir in Zukunft dann auch Teso. Ja. Wobei Teso im Stream, das müssen wir noch ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Mhm. Ich werde jetzt mal einfach mal auch nochmal eine andere Klasse nehmen, damit ihr so ein bisschen eine kleine Vorschau habt oder so generell eine kleine Übersicht habt, was alles so an Klassen möglich ist. Ich spiele jetzt einfach mal den Enforcer, der hat halt Zugriff auf Shotguns und etwas schwerere Sturmgewehre. Und das mache ich jetzt einfach mal. Und da ich hier mit der Shotgun starte, spiele ich einfach mal Shotgun, was absolut überhaupt nicht mein Ding ist eigentlich, aber ich versuche es einfach mal. Ich freue mich auch gerade echt über diese konstanten Besucherzahlen. Also wir haben gerade dauerhaft so zwischen 8 und 10 Leute. Was spricht gegen Teso? PS, spiele ich gerade. Sag mal, wo du es gerade spielst. Du hast es ja sicherlich schon in einem Beta gespielt. Hat sich da doch etwas irgendwie verbessert irgendwo? Also wir fanden es schon damals nicht schlecht. Aber gibt es irgendwie noch so Punkte, wo man jetzt sagen könnte, wow? Genau, wir sind da nämlich sehr interessiert im Spiel. Sehr interessiert durchaus, weil... Naja, was gegen Teso spricht, ist... spricht eigentlich gegen Teso. Es ist so ein bisschen von MMO auf Action RPG umkonvertiert und das merkt man dem Spiel leider an. Sprich, wenn man mit einem Bogen kann man frei zielen, aber der Pfeil hat dann trotzdem Auto-Aim. Solche Sachen. Und das war in der Beta so, vielleicht hat sich das ja gefixt. Das finde ich ja mal ganz cool. Wenn du mit einem Bogen, wenn du mir das schreiben könntest. Lernen die ja. Übrigens, willkommen im Chat, wir haben dich heute noch gar nicht gesehen hier. Doch, haben wir, wenn man haben mit schon. Dem Bogen... Haben wir schon. Okay, Entschuldigung. Wenn man dann mit dem Bogen schießt und man, sag ich mal, verfehlt, kommt dann der Pfeil automatisch in den Gegner rein? Das würde mich interessieren. Ja, es gibt viele neue Features. Verbrechen, Kopfgeld, Taschendiebstahl, Mord. Also praktisch typisch Elder Scrolls. Gefällt mir gut. Auch wieder so, dass Hühnchen deine Verbrechen beobachten können. Wie dieser Bug damals in Skyrim. Hast du das mitbekommen, Yannick? Ja, klar. Das war awesome. Ja, also ich hab den da gesehen, der hat jemanden getötet. Bock. Okay, alles klar, wir rufen die Polizei. Und du gehst jetzt zum Schlechter, ja? Danke für die Info, jetzt geh. Boah, mein Hals tut gerade echt so ein bisschen weh. Vielleicht sind das noch Nachfolgen von deiner letztlichen Krankheit. Ja, das hatte ich aber auch schon beim letzten Stream. Das ist irgendwie... Ich labere eigentlich genauso viel wie immer. Verdächtiger festgenommen. Aber... Naja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich schreie so im Stream. Ja, du, hey, ich kann mir neue Sachen verschalten. Wow. Schalldämpfer oder schwerer Lauf? Oder Kompensator? Will mal schwerer Lauf. Auf was für eine Waffe denn? M16. Schwerer Lauf. Funktioniert klasse.
Und ist Griff kann ich mir auch anholen. Präzision oder Kontrolle? Beides. Ja, ich kenne nicht beides. Ja, nee, also die, die geht echt, also ich finde die mit Sven Lauf ist sie gut. Für den Fernkampf gibt es immer noch kein aktives Kampfsystem, Lukas. Meinte er gerade. Oh. Das ist schade, weil ich spiele eigentlich verdammt gerne Bogenschütze. Ich auch. Das ist echt blöd. Aber gut, okay, mein Gott, das lässt sich im Unfall spielen bei anderen Klassen, aber... Wie ist denn das Nahkampfsystem jetzt mittlerweile? Ist das denn aktiv? Oder ist das auch so, wenn man dann irgendwie seitlich am Gegner vorbei schlägt? Ja, das war aber, glaube ich, schon in der Beta, dass das aktiv war, ne? Meine ich zumindest. Ja, nur wie aktiv? Guild Wars aktiv? Das ist durchaus... Ja, das ist ein schlechtes Beispiel, weil die auch nicht wissen, welche Mods ich drin habe und so. Nee. Also, sag einfach mal, verglichen mit Tera. Falls du Tera kennst. Das würde mich nämlich echt mal interessieren. Also gegen Teso, was gegen Teso spricht, ist halt einfach so ein bisschen... Müssen wir halt gucken, auch abstimmen mit unserem Chef. Ich werde ihm aber mal ausrichten, dass Interesse für Teso da ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ist Interesse da, könnt ihr ja mal eben in den Chat reinschreiben. Dann werde ich ihm das weiterleiten entsprechend. Vielleicht, vielleicht sagt er ja, dass es sich lohnt. Kommt ja auf Steam gerade so positive Bewertungen immer mehr. Nahkampf ist super aktiv, funktioniert super mit Blocken und Angriff. Wie ein richtiges Elder Scrolls. Tera ist sogar fast noch weniger aktiv. Ja, das finde ich, hört sich gut an. Dann werde ich wohl, wenn ich damit Teso irgendwann mal anfange, und auf jeden Fall meinte gerade, würde bei ihm zumindest mal Interesse bestehen, das auch mal zu sehen. Also haben wir ja, glaube ich, schon zwei. Also warum nicht? Wobei man da natürlich sagen muss, dass es beim Stream ist. Mal gucken, wie wir das dann lösen. Vielleicht kann man da irgendwie mal was Interessanteres machen, weil einfach nur grinden ist dann vielleicht sicherlich ein bisschen langweilig. Ja klar, aber das lässt sich bestimmt einrichten, dass wir eben die Hauptstory im Stream spielen. Wir werden sicherlich nicht das komplett immer, wenn wir spielen, streamen, aber ich denke, ich finde, das kann man eigentlich super streamen, wenn man jetzt gerade mal irgendwie so Quests macht. Weil das macht halt so, MMOs machen halt einfach keine großen Probleme. Schaltet man Stream ein, lässt ihn nebenher laufen und macht so sein Ding. Ja, dasselbe Problem hatten wir auch, Pete. Wirklich genau dasselbe Problem. Muss leider jetzt weg, wir wollen eine Ini machen. Mal gucken, ob ich noch mal reingucken kann. Ja, schönen Dank, dass du da warst. Mhm. Vielleicht schaltest du ja später nochmal ein. Freut uns jedenfalls, dass du ja auch mitkommentiert hast und so. Wunderbar. Und dann würde ich mal sagen, man sieht sich bestimmt irgendwann mal. Jo. Danke fürs Zuschauen. Und in ESO gibt es so geile Quests, fast kein Grind. Davon habe ich leider was anderes gelesen, aber aus eigener Erfahrung aus der Beta muss ich dem aber recht geben. Ja, ich auch. Also was ich da so gesehen habe, war das eigentlich vollkommen in Ordnung. Und vom Level hat es sich zwar ein bisschen grindig angefühlt, nicht so wie in Guild Wars, wo man echt schnell levelt, aber dafür waren die Quests halt gut. Und solange das Spiel auf anderer Basis als auf Level-Ups Spaß machen kann, dann habe ich da auch kein Problem mit Grinding. Also nicht mit Grinding, mit ewig Level-Up. Ne. Wobei das Level ja an Teso mir gar nicht so wichtig vorkam. Das kommt noch dazu. Also Teso hat mir eigentlich echt gut gefallen und ich muss ja sagen, ich freue mich schon ein bisschen drauf und ich hoffe wirklich, dass Lukas, unser CAO, wenn ich diesmal, dass der sagt, gut auch machen wir. Ja. Habe einen Verdächtigen erwischt. Scheint wohl übrigens anscheinend keine Zeit zu haben heute Abend, sonst wäre er bestimmt schon vorbeikommen. Ja, schade. Eigentlich. Wer weiß, vielleicht kommt er ja. Ein bisschen spielen wir ja noch. Oh, wenn ich jetzt mal so drauf gucke, gar nicht mehr so lang. Oder wir spielen eine Runde. Das kann natürlich auch passieren. Weil die Runde ging hier jetzt echt schnell vorbei. Was würdest du sagen? Ja, wir hängen noch eine hinten dran, würde ich sagen. Hängen wir noch hinten dran. Ja, ja, doch, können wir machen. Eine noch. Alle Einheiten, die Lage ist unter Kontrolle.
Dann spiele ich nächste Runde dann nochmal, vielleicht schaffen wir es ja wieder auf eine etwas größere Map, dann spiele ich nochmal einmal mal Sniper, hatte ich nämlich eben ziemlich Lust, Spaß dran. Aber auch in Enforcer, also wer gerne Shotguns mag und so, ein bisschen schwereres Gerät. Du siehst es gerade, es ist jetzt nicht so meine favorisierte Art, das Ganze zu spielen, aber durchaus annehmbar und auch durchaus was mitmachbar, wie man hier gerade schon sieht. Shotguns sind halt einfach immer stark in Spielen. Aber wenn sie das nicht wären, dann wären es auch keine Shotguns. Genau, in dem Moment habe ich einen Typ, da habe ich mir nochmal eine Shotgun, Spammed hat ausgeschaltet. So, kurze Runde, kurz knackig, aber war gar nicht schlecht. Nee. Ha, Staubfüße, das ist ja mal ein guter Abschluss. Damit, ja. Womit wir angefangen haben. Immerhin hattest du eine 2er-KD. Ja, mit Shotgun. Boah, ich glaube, ich mache mal leider noch irgendwas Leckeres zu essen. Ich muss mal gucken. Ja, das ist auf jeden Fall. Irgendwie so irgendwas. Ich hab noch Lasagne. Irgendwas Fettiges, so Pizza oder so. Boah, hier ist Lust drauf. Ja, ich habe noch Lasagne. Darauf. Das kann ich jetzt wohl gut essen, denke ich. Mach mal kurz mein Fenster auf, so nebenbei, denn hier ist es sicherlich um die 30. Nein, nicht 30. Quatsch. Nein, aber hier ist es warm. 30 Grad. Ja, mein Computer heizt so ein bisschen. So ein bisschen. Was sich ja hoffentlich bald ändern wird. Ja. Weil so ein i7 übertaktet. Nee. Also falls man sich so in die eine Wohnung geht dann und quasi nur ein Zimmer hat, dann kann man sich die Heizung eigentlich quasi sparen, die Kosten dafür. Jetzt habe ich natürlich, ja gut, okay, jetzt habe ich natürlich die AWM und habe jetzt natürlich kein Visier drauf, was auf dieser Map natürlich echt klasse funktioniert. Naja, wir werden. Also so ein PC hat nur Vorteile gegenüber einer Konsole. Er ist gleichzeitig eine Heizung. Übrigens, falls man jetzt im Hintergrund Züge hört, dann muss ich mich entschuldigen, das ist mein Güterzug-Syndrom. Bei mir fahren immer so nette Güterzüge vorbei. Beschwerden dafür richtet bitte persönlich an Yannick, weil nur er kann was dafür. Ja. Ich werde demnächst mal so ein Pst-Schild neben den Bahnsteig stellen. Vielleicht bringt das ja was. Gute Idee. Oh shit. Wollte ich nur mal gesagt haben, denn es geht hier gerade so ein bisschen steil. Bin ich jetzt steil? So, im Chat wird es auch langsam ruhiger, aber Speed hat gerade geschrieben, man kann eine Wurstscheibe im CD-Laufwerk aufbewahren. Ja. Sag ich ja, es ist eine Heizung, es ist ein Schrank. Aber das Problem ist mit der Wurstscheibe, wenn wir jetzt gekocht haben will, dann vielleicht, ja. Und man muss erst im Museum fahren, um daran zu kommen. Ja, das ist natürlich auch mal ein bisschen. Man kann ja Laufwerke umbenennen. Dann hat man so Laufwerk CD, Salami. Laufwerk CD und Salami, ja. Ja. Ich sollte mal wieder das andere Visier hier drauf machen. Das sollte, denke ich, besser. Das andere scharfe Sitzengewehr. Ja. Tafsülzengewehr. Wir haben es geschafft, wir haben es. Ize. Gefällt mir. Gebe ich ein Like ab. Und, ja. Das Coole am Battlefield Hardline Singleplayer ist, dass das Kollege den Hauptdarsteller spielt. Das ist ganz witzig, wenn man die... Und dass Musik von Imagine Dragons drin ist. Wenn man die Stimme von demjenigen kennt, und dann denkt so, ja, okay. Ja, das ist aber bei allen Synchronsprechern so. Nee, das Coole ist, dass Imagine Dragons Musik drin ist. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, ja. Das macht das gleich ums Vielfache besser. Ja. Allein als MP3-Sammlung habe ich das schon. Hat sich das schon ausgezahlt. Ja, wenn man über diesen Boden hier läuft in diesem Café, dann quietscht der auch so komisch, als wäre der frisch gewienert. Ey, das ist ja so richtig... Attention to detail, way! Boah, diese Laserminen.
ne? Die regen schon so ein bisschen auf. Gerade. Wie Laser. Ich versuche gerade verzweifelt Opfer für mein Scharfschützengewehr zu finden, was sich jetzt etwas schwierig herausstellt aus irgendeinem Grund. Wenn du ja dran gehst, dann bist du selbst schnell das Opfer. Achtung, ein Heli. Halt ja, schwierig. Mit diesem Ding, mit diesem Scharfschützengewehr halt echt, mit der R700 geht das noch klar, weil die halt dann beweglicher bist. Aber mit dem Ding hier ist es einfach so schwer. Wie halt ein Counter-Strike auch. Also ist halt ein schweres Scharfschützengewehr, ein großes, riesen Ding. Aber sieht halt echt cool aus. Also Coolness Faktor gewinnt das 3000 Mal. Ja. Ich finde es ja echt klasse, wie wir hier gerade im Stream, das ist mal was richtig Außergewöhnliches, wie wir im Stream gerade eine Runde nach der anderen gewinnen. Zumal es am Anfang noch gar nicht danach ausgesehen hat. Vorsicht, Polizeiwagen! Da wird meine Win-Lose-Rate wieder ein bisschen besser. Und ich bin schon Level 23. Also was meinen Spielfortschritt angeht, habe ich in diesem Stream so viel geschafft, wie glaube ich in allen Spielzeiten vorher zusammen. Ich bin Level 23, hab mal eben wieder 65.000 und ich habe mir schon die AWP gekauft. Scheiße, der ist tot! Also ich finde gerade ehrlich gesagt wenig Feinde, das ist etwas komisch. Bei mir jetzt einigermaßen. Ich glaube, ich laufe einfach falsch oder so. Die Bullen haben einen Transport-Heli. Irgendein Haus reinsetzen oder so, wo ich so ein bisschen so einen Überblick habe, aber das ist auf dieser Map echt schwierig als Sniper. Ich glaube auch, dass ich hier nach diesem Stream eine positive KD habe endlich. Keine Ahnung. Und ich gucke da eigentlich eher weniger drauf. Ich sehe einen. Boah, dieses Visier ist aber auch echt der größte Nachteil bei mir auf diesem Gewehr. Ich komme mit dem 14-fach Zoom einfach überhaupt nicht klar. Wenn man 8-fach gewohnt ist oder kleiner, dann denkt man sich echt so, wo ist, wie nah bin ich denn jetzt am Gegner dran? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Hey, wir haben einen neuen Streaming-Gast, Chat-Partner. Und zwar OG Benjamin. Herzlich willkommen bei uns. Ich hoffe, dir gefällt der Stream, wir können dich gut unterhalten. Und wenn nicht, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, dann darfst du uns schlagen. Ja, Lukas zuerst. Und er schreibt auf zu D. Hm, D? D? D ist schon safe. D ist richtig safe. So safe wie das... Ach, nee, lass mal das. Jetzt ist es wieder umstritten. Ey. Geh mal weg, bitte. Immer diese Kängelkinder, die sich schreiten, ne? Ich geh jetzt erstmal. Weiß jetzt, jetzt sehe ich mal einen und dann wird er wieder. Oh. Nee. Nee. Mit diesem irgendwie wilden hier nicht. Ich würde so gerne damit so richtig abgehen, aber irgendwie. Das ist generell schwierig, ist in Hardline, wie gesagt. Nö, eben mit der R700 das hättest du mal sehen müssen. Das ging richtig steil, du. Nur aus dem Augenwinkel, sorry. Ja. Da, Nelly! Das war echt gut. Aber das hier gerade war ausbaufähig. Ich renne hier irgendwie seit gefühlten halben Stunde rum und treff nichts. Oder seh nix, irgendwo so. Heli gesichtet! Immer nur irgendwelche Heli. Zu D kam zu spät, das stimmt ja auch so gesehen gar nicht. Es ist halt einfach, Twitch hat halt einfach eine mega Verzögerung von 30 Sekunden. Von daher brauchst du dich dafür nicht entschuldigen. Du brauchst dich nur für deine Anwesenheit hier entschuldigen. Hier riecht schon wieder so mufflig. Das kommt bestimmt von dir. Nee, eigentlich nicht. Okay. Ja, sorry. Dann haben wir den falschen entschuldigt. Felix, der müffelt hier so rum. Felix hat den Duft der alten Leute an sich. Alfons, ja, ich bin ja schon 65. 70 hast du gesagt. 70 hast du. Patrick meinte Alzheimer hat er auch. Wer ist Patrick? Achso. Kenn ich dich. Kommt ein SUV. Kennst Patrick nicht? Ich sag ja. Ich ja, Alzheimer. Achso. Jeder kennt Patrick. Ein Herz für Game Liebe. Ja, das sehe ich doch auch so. Ein Herz für Game Liebe und ein Herz für virtuelle Menschen.
Und für Yannick, der braucht es nämlich. Oh shit. Aber von der Intelligenz gesehen her ist Yannick kein virtueller Mensch. So die Standard COD-KI deckt ungefähr sein Denkvermögen ab. Ja. Finde ich auch echt einigermaßen. Hilfe zählt als Kill. Mimi, Mimi. Finde ich auch echt ganz gut. Ich würde, ey, ohne Spaß, ich schaff's irgendwie nicht mit dem Ding irgendwas zu treffen. Schlimm ist das. Ich glaube, ich sollte was anderes spielen, oder was sagt ihr so? Soll ich mal was irgendwie wieder was Vernünftiges spielen? So. Also das Gewinnen heißt bei uns gerade Streamer-Luck, ja? Das, das trifft 100% zu. Jetzt sag mal gerade hier, no sollte ich mal wieder irgendwie sowas Richtung Sturmgewehr spielen oder so? Weil irgendwie das mit dem Ding hier gerade nicht so wichtig, was ich vorhabe. Also ich hatte... Ich würde sagen, spiel mit Sturmgewehr. Ich hatte eben, echt Runden, wo das mit dem Ding, wo das mit der Sniper echt richtig gut klar ging. Aber... Hier tue ich mich grad, nicht will, dann will nicht. Hier tue ich mich gerade echt schwer, muss ich ja sagen. Obwohl ich das eigentlich echt mit am liebsten mache in Spielen. So aggressiv snipen und so, das ist echt, das mache ich echt gerne. Aber ich glaube, dafür ist das Ding ja auch einfach zu schwer. Ich weiß nicht, ob wer die SRR-61, also quasi die Intervention aus Battlefield 4 kennt, die war da wiederum echt positives Beispiel. Das war zwar voll das Riesending, aber damit konnte man echt gut abgehen. Die war schon echt ganz nice. Im Gegensatz zu diesem... Weil die ist wahrscheinlich auch echt gut, aber ich schwöre mich gerade einfach mal Gold an. Yep. Okay, egal, ich spiel was anderes. Ja, spiel was anderes, wenn's nicht will, dann will's nicht. Hallo Crazy Jan. Crazy Jan ist wieder da, servus. Moin. Sag ich ja, hat es sich doch noch gelohnt, eine Runde zu spielen. So, ich wechsle jetzt mal wieder auf vernünftiges Gerät. Und hier noch einer, Matze Angelo. Der war eben schon da. Lukas. Also ich wäre dafür, dass ihr einmal eine Sofa-Runde macht. Stimmt, das Sofa. Yannick, weißt du zufällig, wo das ist? Nee, ich habe. Oder kein... weißt du überhaupt, wovon wir reden? Ja, ja. Aber ich weiß nicht, wo okay. Das ist. Ja, ja. Schreibt mal in die Kommentare, wo ist das Sofa? Huch. Also für die, die es nicht wissen, sagen wir es jetzt auch nicht. Weil vielleicht finden wir das ja gleich. Na, ich glaube, das ist irgendwie schon ein bisschen versteckter. Ja, wer weiß, vielleicht kann uns das ja gleich jemand im Stream beschreiben, im Chat. Black Panther spielt weiter Assassin's Creed. Boah, da haben wir ihm aber... Welcher Assassin's Creed? Da haben wir ihn aber Assassin's Creed heiß gemacht. Und ist jetzt weg und er wünscht uns noch einen schönen Abend. Danke, okay, ebenso. Wenn du noch da bist, welches Assassin's Creed spielst du? Und einen schönen Abend hier auch noch, natürlich. Und irgendwo unter Heuschgarage. Generell bin ich ja ein riesen Fan von fahrenden Sofas, muss ich ja schon sagen. Zum Beispiel ja. so ein richtig schöner SUV ist ja auch so ein schönes fahrendes Sofa. Haben die auch so eine Panzerphysik? Ja klar. Holzscheune. Ah, ich glaube, ja, ich glaube, das müsste man jetzt echt mal nachgucken, also eine genaue Map-Position, aber das... Felix, kannst du uns genaue Map-Positionen zukommen lassen, also irgendwie von der Beschreibung her? Bezüglich was jetzt? Ich such mal irgendwie das Drivable Sofa on... wie heißt die Map noch? Dashboard. Wir haben den Bullen zum Reden gebracht. Jetzt wissen wir, wo sie also quasi. Weil das echt von der Zeit her knapp werden könnte. Bis Felix das findet, ist die Runde auch, glaube ich, bewusst. Das könnte sein. Also such einfach Driving Sofa Dashboard oder so. Hab ich da was übersehen? Ein Sofa-Fahrzeug als witziges Easter Egg. Nein, du hast nicht, sagen wir es mal so, wir haben gerade ganz kurz angedeutet, worauf wir spielen. Eigentlich immer, wenn wir was streamen wir auf dem PC. Unsere Hardware könnten wir eigentlich mal irgendwo veröffentlichen. Ich habe gerade einen Splittergranatenkill gemacht, by the way. Bin ich stolz drauf. ich habe einen Intel Core, Intel Xeon
1230 Bierkerner. Ich glaube 3,3 Gigahertz. GTX 770. Und 16 GB RAM. Ja, und ich habe einen AMD Phenom 6 Kerner 1100T Black Edition. Auf übertaktet. Auf weiß was ich weiß gar nicht, wie viel er hat. Und dann. Wow! Und eine GeForce 67, die übertaktet ist, ziemlich krass sogar. Und damit besser ist als meine 77. Und 16 GB Arbeitsspeicher und ja, das ist eigentlich so die ganze Sache. Und der Prozessor wird allerdings bald ausgetauscht, weil der inzwischen echt langsam so einen an seine Grenzen kommt, auch wenn er echt, also... Was ja gar nicht stimmt, nur die Spiele werden halt für Intel optimiert und nicht für ja. AMD. Und er ist gut, gerade bei Spielen, die zum Beispiel jetzt irgendwie Multicore brauchen oder sowas, das ist, da geht das echt klar, wenn man jetzt so, sagen wir mal, Spiele hat wie, ob das nur eine Arma ist, ob das irgendwas anderes ist. Halt Spiele, die sehr auf die CPU gehen oder halt nur auf die CPU und weniger auf die Grafikkarte, da habe ich dann halt echt Defizite, was die Frames betrifft. Aber ansonsten ist das System echt ganz in Ordnung. Immer noch ein sauguter Prozessor. Ja, und ich spiele auf dem Laptop. Ne? Ja. Weiß ja jeder, ja. Auf dem Laptop? Weißt du nicht mal was von der Kloschüssel? Ja, das war davor. Ich bin jetzt mal umgestiegen. Ich dachte, das wäre so ein bisschen... So ein Hardware-Upgrade. Ja, sicher. Ja, extra eine Homepage für das Stream erstellen mit der Adresse gameliebe.tv. Ja, warum eigentlich nicht? Müssen wir mal anschauen. Nur, ob es dann eine Website ist oder einfach nur eine Weiterleitung. Wie hattest du dir das gedacht, dass der Stream dann auf der Website eingebunden ist? Ich glaube, er meint es einfach nur als Weiterleitung. Das heißt, man kann dann den Link verlinken und ja, dann klar. Kann man direkt auf den Stream. Ich meine, das kann man natürlich machen, das ist kein Problem. Mhm. Sollte zumindest. Das hat nur eine Domain, die Geld kostet. Was jetzt nicht so das Problem sein sollte. Lässt sich, denke ich, wohl klären. Eigentlich keine blöde Idee. Da muss man nicht mehr mit irgendwelchen Links rumeiern, dann kann man einfach den Link das reinschreiben und dann wissen alle gleich Bescheid. Ja. Dieses Sofa. Hier ist noch frei, soll, ja. Nicht mehr lange. Ja? Das soll ein Sofa? Vehicle sein oder wie ich das so nehme ja. Gerade. Ja, ein Fahrzeug. So, pass auf, das ist ausschließlich im Hotwire-Modus verfügbar. Okay. Oh. Dann haben wir es schon quasi. Ja. Und wo ist es im Hotwire-Modus? Moment. Ich habe die Basis eingenommen, ich bin gestorben. Am besten eine komplette Website mit den alten Videos nochmal und Umfragen und so extra. Ja, Frage ist nur, ob sich das lohnt. Ob da jemand drauf geht. Höchstens als Einbindung auf Gameliebe.com. Das könnte man natürlich machen, aber die Frage ist natürlich auch, also ich persönlich bin immer jemand, der eher dann dazu tendiert, auf der Plattform zu gucken, anstatt auf der Website. Ja. Weil das häufig mit den Webseiten auch das Problem ist, wenn man das da verlinkt, dass die Webserver dann relativ schnell einen Abgang machen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal irgendwie sich Gronkh TV anguckt oder so, was auch immer das ist, auf seiner Website, wenn da dann Leute drauf zugucken, ist es häufig... Was bei uns nicht das Problem sein sollte. Nein, ist noch nicht das Problem, aber das könnte durchaus, aber das ist dann sehr wahrscheinlich das, weil die einfach den Leuten dann nicht schaffen. Es ist halt einfach etwas... Also ich sag mal, die wenigsten gucken dann über die Website selber, deswegen denke ich nicht, dass sich der Aufwand lohnt. Ich bin ja selbst hauptberuflich, sage ich mal, Webentwickler. Und das ist wirklich schon Aufwand, sage ich mal, so kleine Sachen einzubinden und die Website dann auch schön zu gestalten, weil das würde dann wahrscheinlich so im Layout von der normalen Game-Liebe-Seite sein. Das heißt, man müsste gucken, wie kann man das am besten einbinden, auch ressourcenschonend und das würde dann halt... Es würde dann halt einfach zu viel Aufwand für zu wenig Output sein, sage ich jetzt mal. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt den Nutzen. Das Einzige, was man machen könnte, ist echt diese Weiterleitung auf Twitch oder Xbox oder so. OG Benjamin fragt, danke für die Infos, mein Laptop bringt trotzdem dedizierter Grafik bei CSGO zwischen 20 und 40 Frames, deshalb bei Rebirth auch neue Hardware. By the way, läuft ja echt besser mit dem Sturmgewehr. Ja, es geht so. Also ich bin irgendwie generell ein bisschen raus, es ist nicht so meine Lieblingsmap. Ich spiele, wie gesagt, eher lieber auf kleinen Maps. Ich hatte vorhin echt einige richtig gute Runden, aber jetzt gerade ist es ein bisschen... Der Höhepunkt ist jetzt auch raus, wir werden jetzt auch langsam müde. Ja, langsam wird es auch echt anstrengend. Lass einen Schlafstream machen. Ja. Stream, wo wir einfach schlafen. Hin und wieder mal so ein Schnarcher.
Und natürlich müssen wir regelmäßig generell auch, mal kurz, um die Zerstörungsphysik zu zeigen, wenn wir jetzt im Battlefield 4 oder Battlefield 3 oder Bad Company wären, würde das hier jetzt kaputt sein. Ich glaube, man hat es ganz gut gesehen. Ja, aber für Webseiten, und das ist echt ein Aufwand. Ja, das sagst du. Also ich sag mal, hauptberuflich sitze ich etwa an einer kompletten Website, komplett vor und neu zu machen, etwa einen Monat dran. Einen Monat komplett bei einer 8-Stunden-Woche. Das, also nicht bei einer 8-Stunden-Woche, sondern halt 8 Stunden am Tag. Das ist echt aufwendig. Und da ist halt vergleichsweise der Output. Also ich denke mal, die meisten gucken es sich trotzdem über die Streaming-Plattform an. Ja. Was eigentlich auch nur Vorteile hat. Von daher, GameLiebe TV als Weiterleitung, warum nicht? Aber eine eigene Website dafür hochziehen? Nein. Muss ich glaube nicht, dass wir das machen werden. Und ganz noch kurz zu OG Benjamin. Wenn er wirklich eine dedizierte Grafik ändern hat, dann kannst du mal Rechtsklick auf die Echse machen und dann ausführen mit, und dann müsstest du eigentlich irgendwie, je nachdem was das ist, Nvidia oder AMD, was die dedizierte Grafik ändert ist, dann halt da ausführen mit Nvidia Hochleistungsprozessor, jetzt einfach mal als Beispiel. Das ist häufig so, dass das dann nicht mit der Grafikkarte gestartet wird. Das kann mal der Fall sein. Ich weiß nicht, wie liegt daran, wie alt das Ding ist, aber es könnte vielleicht... Kannst du es ja mal probieren. Könnte sein, dass das an den Frames was macht. Das hilft auf jeden Fall. Berichte uns mal im nächsten Stream, ob das irgendwas gebracht hat. Falls es denn überhaupt bei dir geht. Das ist natürlich die Frage, immer die Sache davon, wie alt der Laptop ist und so. Das und ob es ein AMD oder Nvidia ist. Bei Nvidia weiß es 100% dass es geht. Bei AMD ist es wieder ein bisschen anders gelöst. Übrigens, Henning, ist ja aufgefallen, wir haben diesen Stream eigentlich kaum wirklich zusammengespielt. Mehr wirklich Einzelkämpfer. Ich meine, es war jetzt... Wir haben trotzdem was geschafft, aber... Normalerweise, wenn Yannick und ich zusammen spielen, dann spielen wir wirklich in enger Teamarbeit. Das heißt, wir sind eigentlich immer direkt zusammen am Rumlaufen, werfen uns gegenseitig Medipacks hin, beleben uns wieder. Normalerweise. Aktuell ist das anders. Hier ja. Im Stream. Wobei das auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen daran liegt, wie ich gerade drauf bin. Wenn ich jetzt, sagen wir mal so, ich habe richtig Lust auf Team Gameplay, dann mache ich das natürlich auch, aber gerade ist... The Root. Handstorm. Was? Ach Mist, aber jetzt ist die Runde schon fast wieder zu Ende. Jetzt ist der Sandstorm da, aber die Runde ist zu Ende. Ich habe übrigens genauere Infos zur Position des Sofas. Warum? Denk ich mal. Der Yannick, wo du eben auf das Gebäude geschossen hast mit deinem RPG oder so. Ich weiß nicht, ob es genau das Haus ist, ob es da mehrere von gibt. Vor so einem Haus steht das Sofa vorne vor der Eingangstür des Hauses. Da kann man dann so einstellen. Ich kenne die Map zwar nicht, aber das war das Haus. Okay, gut. Nice. Wobei. Das ist aber echt krass, ich sehe gerade echt heftig wenig. Das finde ich aber so cool, ich finde, das sollte einfach mal ein eigener Game-Mode sein. Läuft schon mit der Grafikkarte anstelle der integrierten, deshalb neuer Rechner, danke in jedem Fall. Ja, kein Ding. Bei Technik fragen, Yannick fragen. Nee, er Patrick, aber... Er ist nicht boah. Boah, Gott, jetzt haben boah. Wir wieder so. Guck bitte nicht hin, ja, das kann ich jetzt... nee. Nee. Wir haben so hart gewonnen. Wir haben hart gewonnen, aber ich war richtig schlecht. Naja, macht egal. Ja, die nächste Runde ist Staubbürste. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir das Easter Egg nochmal eben aufgreifen? Nee, das ist ja nicht auf der Dings. Das ja, Hotwire. Lass mal eben den Hotwire-Modus spielen. Nee. Nicht? Nee, das dauert jetzt wieder so ewig auf dem Server zu joinen und so, Lukas. Das muss jetzt nicht mehr sein. Glaube ich. Dann das schaffe ich psychisch nicht mehr. Also, eins steht schon mal fest, wir streamen bis auf weiteres, wenn es nicht mal eine Ausnahme gibt, jede Woche. Mhm. Samstags 19 Uhr. Und, ja, vielleicht sieht man sich dann ja nächste Woche wieder. Schönen Dank an alle, die dabei waren. Klasse, ja. Dass ihr so viel geschrieben habt. Der Stream heute war richtig cool. Ihr habt richtig viel geschrieben, uns richtig viele Fragen gestellt und wir konnten hoffentlich auf richtig viele Fragen antworten. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ja... Nächste Woche? Ja, nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle, wie sagt man so schön. Alles klar, okay. Das hast du jetzt ein bisschen von Let's Play Together abgerückt. Ja, genau. Egal, wurscht. Egal, okay. Jo. Ich werde wieder da sein. Auf euch ist Verlass, ihr seid die Besten. Okay. Dann bis nächste Woche. Jo, bis nächste Woche. Ciao.